Hi, mein Name ist Elliot. Ich bin 14 Jahre alt. Sagt mal, lieben sich eure Eltern? Na ja, klar, sollte in einer normalen Familie der Fall sein. Sie sind nett und sorgen sich umeinander. Doch was, wenn das gar nicht so ist? Was, wenn sie bloß so tun? Wie ist das möglich, fragt ihr euch vielleicht? Abonniert den Kanal und schaut meine Geschichte an. Ich werde euch ein Geheimnis verraten, das ich über meine Eltern herausgefunden habe. Ich wurde zu der Zeit schon mehrere Jahre an einem Internat außerhalb meiner Heimatstadt unterrichtet. Ich habe fast das ganze Jahr ohne meine Eltern verbracht und kam nur für den Sommer nach Hause. Ich weiß, was ihr denkt. Wie cool muss das sein, plötzlich nicht mehr von euren Eltern kontrolliert zu werden? Völlige Freiheit. Man kann tun, was auch immer man will und man bekommt nie Hausarrest. Aber da liegt ihr falsch. Man fühlt sich nur im ersten Monat so. Dann bekommt man Heimweh und träumt davon, wieder bei seinem Vater und seiner Mutter zu sein. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, endlich meine Eltern wiederzusehen. Und so ging ich für die Ferien wieder nach Hause. Meine Eltern waren froh, mich zu sehen. Ich konnte fühlen, wie sehr sie mich liebten. Wir gingen sofort zu einem Vergnügungspark und verbrachten den ganzen Tag dort. Wir gingen auf die Achterbahn, lachten und aßen Zuckerwatte. Am Abend verbrachten wir viel Zeit damit, uns am Tisch zu unterhalten. Ich habe ihnen von meinem Unterricht erzählt und sie haben mich über ihr Leben auf den neuesten Stand gebracht. Ich war glücklich, wieder bei meiner Familie zu sein. Ein paar Tage später bat mich mein Vater, mit ihm zur Arbeit zu kommen. Er war Arzt in einer der Kliniken in unserer Stadt. Ich war schon einmal dort, als ich noch sehr klein war. Und es war so cool dort. Natürlich stimmte ich zu. Mach nur keinen Unsinn und renn nicht weg, sagte er. Naja, es war nicht besonders spannend, den ganzen Tag in seinem Büro zu sitzen. Und außerdem bringt man dafür auch nicht sein Kind mit zur Arbeit. Also wartete ich darauf, dass er seine Runden machen würde und lief in den Fluren herum. Es war sehr interessant. Ich dachte, wenn ich mit der Schule fertig war, würde ich Arzt werden. Zuerst wollte ich ein Röntgenbild machen und als Souvenir mit nach Hause bringen. Aber ich konnte nicht herausfinden, wie man die Maschine betätigte. Ich habe angefangen, mir alle möglichen medizinischen Instrumente anzuschauen. Sie sahen aus, als kämen sie geradewegs aus Horrorfilmen. Schließlich bin ich in einen Operationssaal gegangen und habe den Ärzten meine Operation zugeschaut, bevor ich rausgeschmissen wurde. Ich hing in den Fluren herum und versuchte, mir zu überlegen, wie ich mehr Spaß haben könnte. Da entschied ich mich, meinem Vater einen Streich zu spielen. Um das zu tun, ging ich zur Bettenstation und versteckte mich unter dem Bett eines hübschen Mädchens. Sie bemerkte es nicht mal, weil sie so mit ihrem Handy beschäftigt war. Ich wartete darauf, dass mein Vater aufkreuzen würde. Ich würde unter dem Bett hervorspringen und ihn überraschen. Ich kicherte leicht und stellte mir vor, was für eine Angst ihm das machen würde. Ich hatte schon eine ganze Weile gewartet und schlief sogar langsam ein, als er plötzlich auftauchte. Mein Vater ging auf das Bett des Mädchens zu und sprach leise mit ihr. »Hey Jess, wie geht's dir heute?«, fragte er. »Du hast mich schon ganz vergessen, Baby. Wann kann ich dich wiedersehen?«, fragte sie gereizt. »Wovon redeten sie denn da?« Ich war so überrascht, dass ich ganz vergessen hatte, unter dem Bett hervorzukommen und meinen Vater zu erschrecken. Ich lauschte ihrer Unterhaltung. »War mein Vater etwa mit dieser Kröte zusammen? Warum haben sie davon gesprochen, sich noch einmal zu treffen?« Ich konnte es nicht glauben. Mein Vater ging fremd. Doch was war mit meiner Mutter? Sie wusste nichts davon. Ich war so aufgebracht, dass ich noch eine Stunde unter dem Bett saß, nachdem mein Vater gegangen war. Ich konnte nicht glauben, dass das real war und entschied mich dazu, ihm zu folgen. Zu der Zeit, die sie vereinbart hatten, verließ ich die Klinik in Richtung Hof und versteckte mich in den Gebüschen. Mein Vater saß auf einer Bank. Ein paar Minuten später kam Jess. Sie setzte sich neben ihn und mein Vater nahm ihre Hände in seine. Ich beobachtete sie dabei, wie sie sich leise miteinander unterhielten und sich gegenseitig anlächelten. Und am Ende küsste er sie. Es stellte sich heraus, dass das alles echt war. Doch was soll ich als nächstes tun? So konnte ich die Dinge nicht belassen. Aber meiner Mutter konnte ich auch nicht davon erzählen. Dann wäre ich ein Verräter, aber ich habe meinen Vater geliebt. Also wollte ich, dass meine Mutter es selbst herausfindet. Am nächsten Tag fragte ich meinen Vater, ob er mich wieder mit sich zur Arbeit nehmen könne. Er war überrascht, sagte aber ja. Im Krankenhaus hörte ich ihn und diese Jess sprechen und fand heraus, wann sie sich für ihre nächste Verabredung treffen würden. Und so, als die Zeit reif war, rief ich meine Mutter an und bat sie, mich schnell abzuholen. Ich versuchte, so besorgt wie möglich zu klingen, damit sie sofort angerannt kommen würde. Ich wollte, dass sie meinen Vater und diese Frau auf frischer Tat erwischt. Doch sie antwortete, dass sie sehr beschäftigt bei einem Meeting war und mich nicht abholen könne. Sie sagte, ich solle stattdessen meinen Vater anrufen. Mein Plan war gescheitert. Würde meine Mutter es nie herausfinden? Ich hatte Angst, dass mein Vater sie für Jess verlassen würde. Beim Abendessen unterhielten sich meine Eltern, als wäre nichts geschehen. Sie waren nett und aufmerksam einander gegenüber. Meine Mutter fragte, übrigens Elliot, was ist heute passiert? Warum wolltest du, dass ich heute sofort vorbeikomme? Ich sah zu meinem Vater hinüber und zögerte. Doch er aß weiterhin ruhig und sorglos.
Ich wollte sagen, dass ich meinen Vater mit einer anderen Frau erwischt hatte, doch dann stellte ich mich vor, was als nächstes passieren würde. Mein Vater würde erröten und anfangen sich zu entschuldigen und meine Mutter würde anfangen zu weinen. Das wäre ein Albtraum. Das konnte ich nicht zulassen, also dachte ich mir eine dumme Erklärung aus. Meine Mutter lachte und ich fragte mich weiter, wie ich ihr die Wahrheit sagen sollte. Am nächsten Tag blieb ich zu Hause. Ich konnte es nicht länger ertragen zu sehen, wie mein Vater meine Mutter betrog. Meine Eltern gingen zur Arbeit und ich saß da und versuchte mir eine Lösung auszudenken, um meine Familie zu retten. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr erkannte ich, dass ich nichts mehr tun konnte, außer meinen Mut zusammenzunehmen und meiner Mutter alles zu sagen. Egal wie schwer es für sie werden würde, sie musste die Wahrheit hören. Ich hatte meine Entscheidung getroffen. Ich habe die Adresse vom Büro meiner Mutter im Internet gefunden und bin dorthin gegangen, um mit ihr zu sprechen. Ich wusste nicht, was passieren würde, nachdem sie die Wahrheit erfahren würde. Ob sie sich von meinem Vater trennen oder ihm verzeihen würde. Und falls sie sich trennten, bei wem ich dann leben würde. Ich wollte wirklich glauben, dass sich alles zum Guten wenden und meine Eltern zusammenbleiben würden. Mit diesem Gedanken betrat ich das Büro meiner Mutter. Ich fragte an der Rezeption, ob ich mit ihr sprechen könnte. Doch die Sekretärin sagte mir, dass sie in einem sehr wichtigen Meeting war und bat mich zu warten. Während meine Mutter mit der Arbeit beschäftigt war, ging mein Vater mit seiner Patientin. Ich war so aufgebracht für sie. Ich sagte, ich würde draußen auf sie warten und verließ das Büro. Ich lief die Straße hinunter, aufgebracht und in Gedanken verloren. Das konnte mir nicht passieren. Schließlich hatte ich doch so eine gute Familie. Ich erreichte in den Park und sah plötzlich meine Mutter. Sie saß mit irgend so einem Typen auf einer Parkbank. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich schlich mich näher heran und beobachtete sie. Sie sprachen leise über irgendetwas miteinander und er umarmte meine Mutter. Was ging hier vor sich? War das ihr wichtiges Geschäftsmeeting? Als der Typ meine Mutter küsste, konnte ich es nicht mehr ertragen und rannte davon. Ich war so verletzt, dass ich sogar losgeheult habe. Also haben sich die beiden gegenseitig betrogen. Mein Vater war mit einer anderen Frau zusammen und meine Mutter mit einem anderen Mann. Doch wie konnte das sein? Eltern sollten so etwas nicht tun. Ich fühlte mich von beiden hintergangen. Beim Abendessen konnte ich nichts essen. Ich hatte einfach keinen Appetit. Ich wollte sie beide anschreien. Meine Eltern unterhielten sich weiterhin fröhlich. Es war, als wäre nie irgendetwas passiert. »Wieso bist du so aufgebracht?«, fragte mein Vater. »Ich hätte dich mit zur Arbeit nehmen sollen. Du hättest sehen sollen, was heute passiert ist.« Ich dachte mir, dass ich genau wusste, was passiert war. Mein Vater hatte schon wieder eine Verabredung mit dieser fiesen Jess. »Man hat mir gesagt, dass du heute in mein Büro gekommen bist«, sagte meine Mutter. »Was wolltest du?« Ich konnte nichts sagen. Ich sagte nur, dass es mir nicht gut ging und ging dann in mein Zimmer. Ich fühlte mich schrecklich. Ich habe das Geheimnis herausgefunden, dass meine Eltern sowohl mir als auch sich gegenseitig vorenthalten haben. Aber war das wirklich normal für sie? Waren sie mit allem zufrieden? Wo war die Familie, die wir einmal gewesen sind? Mit diesem Gedanken bin ich eingeschlafen. Eine Stunde später wurde ich von den Geräuschen geweckt, wie sich meine Eltern unterhielten. Es war bereits Nacht, aber sie besprachen etwas im Wohnzimmer. Ich schlich mich aus meinem Zimmer, um herauszufinden, worüber sie sprachen. Meine Eltern stritten sich nicht. Sie sprachen leise, aber hektisch miteinander. »Man hört das alles auf. Ich kann nicht mit dir leben«, sagte meine Mutter. »Wir müssen um Elliots Willen geduldig sein. Wir machen Schluss, sobald er erwachsen ist und alles verstehen kann«, antwortete mein Vater. Ich lauschte ihnen und Tränen rollten mein Gesicht hinunter. Wie sich herausstellte, mochten sich meine Eltern schon sehr lange nicht mehr. Sie wollten nicht mehr zusammen sein. Das passiert. Aber sie sind trotzdem zusammengeblieben, damit ich eine Familie haben konnte. Naja, eine, die zumindest von außen betrachtet real aussieht. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass sich meine Eltern wegen mir miteinander abmühen mussten. Was glaubt ihr, sollte ich tun? Bitte gebt mir ein Like, weil ich immer noch will, dass meine Eltern zusammenbleiben.